Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Volumetrie. Erster Teil. Komplexometrie. Das Video gehört zur quantitativen Analytik. Für die notwendigen Vorkenntnisse solltet ihr als erstes das Video für Mediziner Chelatkomplexe angeschaut haben. Außerdem ist es wichtig, das Video Volumetrie zu schauen. In diesem Video habe ich eine Einführung in das Verfahren gegeben. Mein Ziel ist es, euch grundlegende Vorstellungen über die Komplexometrie zu vermitteln. Den Film habe ich in 6 Abschnitte unterteilt. Erstens das Wesen der Komplexometrie. Zweitens einige Chelatkomplexe. Drittens Komplexone, Komplexbildner. Viertens Stabilität von EDTA-Komplexen. Fünftens Metallindikatoren. Und sechstens Zusammenfassung. Erstens, das Wesen der Komplexometrie. Für die Komplexometrie benötigen wir eine Versuchsanordnung, sowie links vereinfacht dargestellt. Die Komplexometrie ist eine Variante der Volumetrie. Das obere Glasgerät ist eine Bürette. In ihr befindet sich die Lösung eines Komplexons, eines Chelatkomplexbildners. Das Komplexon wird durch den Hahn in das Becherglas eingetropft. Im Becherglas befinden sich Metallionen in Lösung. Das Komplexon, der Chelatbildner, reagiert mit den Metallionen zu einem Chelatkomplex. Ein sehr berühmter Chelatkomplex ist dieser. Das Komplexon ist das große Molekül ringsherum, das aus vielen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com